Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OrgaTV. Heute bei uns zu Gast ist Erik Bieg. Hallo Erik. Hallo. Erik hat letztes Jahr hier am Lehrstuhl für Organisation und Personalmanagement seine Diplomarbeit geschrieben und arbeitet jetzt bei einer Personalberaterfirma. Erik, erzähl nochmal ganz kurz, was du da genau machst. Also ganz kurz von meiner Seite nochmal. Ich habe letztes Jahr im Bereich Personalmanagement meine Diplomarbeit geschrieben. Im Bereich Teamführung, es war eine theoretische Arbeit. Das war sehr zügig auch zu absolvieren innerhalb von 3 Monaten. Das war durchaus der große Reiz, weil bei mir relativ schnell auch klar war, dass ich danach auch in die Arbeitswelt eintrete und auch während meiner Diplomarbeit auch schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Da, Entschuldigung, da wo du jetzt schon tätig bist? Genau. Ja, wie heißt die Firma? Das ist die Firma B plus P und Personal auf den Saalterrassen. Was genau macht B plus P? Das ist eine klassische Personalberatung. Das heißt, wir suchen für namhafte Unternehmen hier in dieser Region und in Norddeutschland Fach- und Führungskräfte, suchen die eben und stellen die unseren Kunden dann auch vor. Wie kommt es jetzt gerade zu dieser Aufteilung im Saarland und in Norddeutschland? Das sind unsere beiden Filialen. Also das Ziel ist natürlich, flächendeckend verfügbar zu sein. Unser Heimatmarkt ist hier Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg. Aber es ist ganz einfach auch die Möglichkeit gewesen zu wachsen durch einen guten Mitarbeiter, der in Norddeutschland eben auch verfügbar war. Wie viele Mitarbeiter hat B plus P? Circa 15, also in der Personalberatung, das heißt für die Personalsuche, und nochmal 5, die für die Personalentwicklung zuständig sind, das heißt Trainings durchführen. Wie sieht da das tägliche Berufsleben aus, der Berufsalltag? Also was genau machst du da? Also ich führe im Grunde genommen eine Doppelfunktion aus. Ich habe angefangen in dem Bereich der Direktansprache bei uns. Es gibt, da muss ich ganz kurz ausholen, es gibt 2 Möglichkeiten, um an gute Mitarbeiter zu kommen. Man schaltet eine Anzeige oder man wählt eben den aktiven Weg zum Kandidaten. Und wir haben uns auf den zweiten Bereich spezialisiert. Das heißt, wir sprechen Kandidaten im Job an. Das heißt, Direktansprache oder auch im einfachsten Sinne Headhunting. Und das ist ein Bereich, der mir obliegt bei unserem Unternehmen. Ich habe 2 Mitarbeiter, die ich führen darf, die eben den ganzen Tag Kontakte herstellen. Und nebenbei betreue ich eben auch eigene Personalsuchprojekte. Das heißt, ich habe eigene Kunden, wo ich eben diese Kandidaten, die wir finden, auch vorstehe. Das heißt, ihr habt einen Kundenpool aus mehreren Firmen. Die Firma tritt an euch heran, sagt, ich brauche für den Bereich X einen Mitarbeiter, einen neuen, eine Fachkraft, sage ich jetzt mal. Und ihr sucht dann aus der Menge der Angestellten deutschlandweit, vielleicht auch im näheren Ausland, geeignete Leute. Genau, das Spannende an dem Thema ist, wenn man regionalen Bezug verspürt, eben auch auf die Besonderheiten einer Region hinzudeuten. Das heißt, wir haben hier viele spannende Firmen. Ja? Und man muss ganz einfach auch einen Weg finden, wie man auch interessante Kandidaten, die eben vielleicht jetzt auch weltweit verstreut sind, hier nochmal ins Saarland entweder zurückzuholen oder halt hier einen Arbeitsplatz schmackhaft zu machen. Also ein ganz einfaches Beispiel, ein Personalberater aus NRW, der zum Beispiel jetzt in Düsseldorf ansässig ist, der kann relativ schlecht erzählen, wie toll das hier im Saarland ist, weil in Düsseldorf hat man einen ganz anderen Standard auch in Freizeitaktivitäten. Deswegen ist uns diese regionale Besonderheit sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir mal zu dem Fall, ihr habt einen Kandidaten gefunden, der hat zur Welt gesehen, war nicht nur in Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, sondern vielleicht auch Paris, London, Tokio, New York. Okay. Wie macht man denen das Saarland schmackhaft? Kandidaten, die in der Regel auch irgendwo mal Fuß fassen möchten. Also man hat dann ja so ein Portfolio interessanter Stationen und man möchte irgendwo mal Fuß fassen. In der Regel sind das Kandidaten, die auch dann eine Familie gegründet haben. Und gerade im Zuge eines Familienaufbaus ist das doch hier sehr interessant. Also der Eigenheimanteil im Saarland ist relativ hoch, Immobilienpreise sind erträglich. Und wie gesagt, in Verbindung mit einem interessanten Job, der auch noch eine Perspektive bietet, kann man auch so einem Kandidaten eine tolle Stelle anbieten. Also salopp gesagt, Jungs, ihr habt genug erlebt in eurem Leben. Jetzt wird es mal Zeit, in Saarland ein Haus zu bauen. Das ist ein Beispiel. Das könnte vielleicht auch erklären, warum es viele Eigenheime gibt in Saarland. Gut.
Was hat dich persönlich daran fasziniert oder warum bist du nach deiner Diplomarbeit zu diesem Unternehmen gegangen? Also ich habe während des Studiums auch darauf geachtet, auch Erfahrungen zu sammeln in größeren und kleineren Unternehmen. War dann auch beim sehr großen Elektrokonzern mal tätig während des Studiums, auch im Zuge einer Werkstudententätigkeit. Auch in Mannheim, das heißt, mich hat es auch mal außerhalb des Saarlands getrieben. War auch relativ geebnet, so in diese Richtung zu gehen, auch im Bereich Personal, aber wie gesagt, im großen Konzern. Mir haben aber die Strukturen da nicht so zugesagt. Man hat also als Absolvent gerade im Bereich Personal zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in ein großes Unternehmen, das sich im Kern vielleicht nicht so stark mit dem Thema Personal beschäftigt, also Personal ist dann ein Randthema, oder man geht in ein kleineres Unternehmen wie eine Personalberatung, wo Personalarbeit auch Kernelement ist. Also damit verdient auch ein Unternehmen dann das Geld, ne, das es erwirtschaftet. Und wie gesagt, bei mir kamen zwei Faktoren zusammen. Mich hat das größere Umfeld ein bisschen gestört, also dieses Konzerndenken. Und ich wollte mich aktiv in einem Bereich zuwidmen, wo ich eben auch schnell Erfahrungen sammeln kann und auch mit der Aufgabe wachsen kann. Und das sah ich in diesem Beratungsunternehmen gegeben, wo eben auch der Kontakt schon während des Studiums auch zustande kam. Gut, Erik und ich reden gleich weiter ein bisschen über die Personalarbeit, über die Personalbeschaffung, über das Headhunting. Wir schauen uns jetzt aber mal einen kleinen Film über das Starterzentrum an der Universität des Saarlandes an. Hallo hier bei OrgaTV. Wir befinden uns heute hier im Starterzentrum und begeben uns mal auf die Spuren der Existenzgründung. Wenn auch ihr nach eurem Studium erfolgreich ein Unternehmen gründen wollt, dann schaut aufmerksam unseren nächsten Beitrag. Wir bieten Laborräume, Büroräume für Gründer zu kostengünstigen Preisen an. Wir bieten ein Qualifizierungsprogramm, das heißt Existenzgründerseminare, Workshops und auch Coaching für Existenzgründer und versuchen den Gründer den gesamten Gründungsprozess über zu begleiten. Kann jeder Student am Starterzentrum eine Starterfirma gründen? Jeder Student darf eine Starterfirma gründen. Das Angebot richtet sich auch an Doktoranden und Absolventen. Sogar Mitglieder der Universität, also Verwaltungsangestellte beispielsweise, dürften auch ein Unternehmen im Starterzentrum gründen. Wie viele Starterfirmen dürfen denn jährlich an den Start gehen? Es gibt keine feste Obergrenze, so viel wie Platz ist. Wir hatten bis 2004 immer einen starken Überhang, eine Warteliste von bis zu 10 Firmen. Aber seit der Science Park 2 fertiggestellt ist und hier genügend Raum für Unternehmen auf dem Campus besteht, haben wir wieder freie Räume und im Schnitt kann man sagen, ca. 15 Unternehmen gründen pro Jahr jährlich im Starterzentrum. Wenn ich nun als Absolvent der Universität des Saarlandes eine Firma am Starterzentrum gründen möchte, wie muss ich da vorgehen und welche Schritte sind dafür notwendig? Man muss hier unterscheiden, zum einen zwischen den Gründungsschritten zur Errichtung eines Unternehmens und zum anderen den Einzug ins Starterzentrum. In der Regel führen wir mit den Gründern ein Gespräch, das heißt unsere Geschäftsführung, Herr Lorenz und Frau Merkel, die das Starterzentrum initiiert haben, lernen die Gründer kennen. Der Gründer stellt in diesem Gespräch sein Unternehmen bzw. sein Vorhaben vor. Und dann nach einer halben Stunde bekommt er in der Regel die Zusage, kann sich erste Räume ansehen. Das heißt, das Ganze ist relativ unkompliziert. Darüber hinaus muss er natürlich die notwendigen Gründungsschritte machen. Das heißt beispielsweise Gewerbe anmelden, beim Finanzamt eine Steuernummer sich besorgen, eventuell zum Notar gehen, eine Handelsregistereintragung machen. Das sind natürlich die ganz normalen Gründungsschritte. Aber was das Starterzentrum angeht, sind wir relativ unkompliziert. Gibt es besondere Dinge, die ich als Existenzgründer beachten muss? Also man sollte sicherlich eine gute Idee haben. Wir gehen davon aus, dass der Gründer die Idee mitbringt, dass er auch die Persönlichkeit mitbringt. Wir können quasi helfen im Bereich kaufmännische Kenntnisse. Wir unterstützen, arbeiten auch in einem Netzwerk und der Gründer sollte sich im Vorfeld gut informieren und gut beraten lassen und sollte sich auch dementsprechend darum bemühen, einen ordentlichen Businessplan aufzustellen. Und für die Erstellung dieses Businessplans bieten wir auch wieder Beratung und Coaching an. Gibt es eine zeitlich begrenzte Nutzung für die Räume meines Unternehmens, die ich dann angemietet habe? Ja, die Zeit im Starterzentrum ist auf 3 Jahre maximal begrenzt. Dann müssen die Firmen Platz machen für neue Unternehmen. Das Ganze ist ein
rollierendes System. Es sollen also immer wieder neue Unternehmen aus dem Universitätsumfeld eine Chance bekommen. Und innerhalb der ersten Jahre zeigt sich in der Regel auch, ob eine Geschäftsidee funktioniert oder nicht. Und wer dann weiterhin die Nähe zur Universität behalten möchte, der kann in den Samstag umziehen und kann so weiterhin in der Nähe der Universität bleiben. Welche Unterstützung kann ich dann dabei in Anspruch nehmen? Irgendwelche Förderprogramme? Es gibt Förderprogramme des Landes. Wir fördern auch speziell die Existenzgründer mit einem Coaching-Programm. Das heißt, wir haben ein Checkheft im Wert von 1.000 Euro und der Gründer kann für diese 1.000 Euro Beratungsleistungen in Anspruch nehmen bei einem Unternehmensberater, einem Steuerberater, einem Rechtsanwalt, einem Marketing-Experten und kann so die verschiedenen Aspekte eines Businessplans mit den Experten besprechen. Und das ist für die Gründer eine sehr wichtige Starthilfe. Und wie hoch ist so die Zahl der Starterfirmen, die daran scheitern? Gott sei Dank relativ niedrig. Wir haben eine Überlebensquote von 86%. Bisher sind 184 Unternehmen im Starterzentrum gegründet worden seit Ende 1995. Es wurden mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen und lediglich 14% dieser Unternehmen, das heißt so um die 30 Unternehmen, existieren heute nicht mehr. Und das ist eine relativ geringe Quote des Scheiterns. So, Erik hat mir gerade während des Beitrags gesagt, dass B+P auch mal im Starterzentrum angesiedelt war. Genau, also mein jetziger, derzeitiger Chef hat das Unternehmen aus der Uni heraus gegründet, vor 10 Jahren. Wir haben jetzt im Januar haben wir 10-jähriges Bestehen. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel, dass ich also auch was Großartiges aus der Uni heraus entwickeln kann, wo also auch heute noch Absolventen eine Einstiegsposition finden. Also das denke ich mal. Tolles Beispiel. Du bist jetzt einer der Absolventen, die da quasi ins Berufsleben eingestiegen sind. Ist das dann eine sehr junge, dynamische Truppe? Ja, also wobei wir auf eine gesunde Mischung auch achten. Also wir haben auch Seniorberater, die natürlich dann ganz anderes Standing beim Kunden haben, wenn die eben auch einen älteren Berater bevorzugen. Also wir sind eine gemischte Truppe. Wie gesagt, ich bin in unserem Team mit einer der Jüngsten, aber vom Durchschnitt her haben wir da ein gutes Maß gefunden. Also gibt es aber durchaus noch Firmen, die dieses Denken haben, dass ein junger Absolvent frisch von der Uni ihnen nichts vormachen kann und was der rät und berät, ist sowieso erstmal für die Tonne. Kommt immer darauf an, wie man eben an die Aufgabe auch herangeführt wird. Also dass man jetzt nicht dieses große Angebot an Erfahrungen hat, ist klar. Mhm. Aber es gibt auch Projekte, wo das ein bisschen nebensächlich ist. Und man sammelt auch in so einem Umfeld, wo man auch direkt Kundenkontakt hat, unheimlich viele Erfahrungen, die man direkt auch einbringen kann. Also man muss auch immer die Möglichkeit haben, eine Chance zu nutzen. Also das ist gegeben bei uns. Jetzt hast du täglich mit Personalentwicklung quasi zu tun. Sag doch mal kurz, worauf kommt es denn heute an? Also was müssen denn die Kandidaten, die Arbeitnehmer mitbringen, um eine Chance zu haben, von euch vermittelt zu werden? Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Also wir haben grundsätzlich ja schon einen Überblick über den Bewerbermarkt. Mhm. Da wir in der Regel ja aber Kandidaten ansprechen, die derzeit auch eine Position ausüben, vielleicht an einem anderen Ort oder bei einem anderen Unternehmen, ist unser Suchfokus ja ein anderer. Ja? Das heißt, durch diese aktive Ansprache picken wir uns ja diejenigen raus, die passen könnten. Gut, aber ihr pickt ja dann auch nur eine begrenzte Anzahl aus. Dann ist natürlich interessant, welche Kriterien werden die ausgesucht und was ist denn letztendlich entscheidend, gerade die Person Meier, der Person Müller zu bevorzugen? Also das Allerwichtigste, wenn man das Thema behandelt, ist, dass man also weiß, was der Kunde möchte. Mhm. Also das heißt zu erfassen, wen sucht man denn tatsächlich? Und das ist in der Regel das größte Problem bei der Personalberatung, nicht zu wissen oder wenn der Kunde nicht weiß, was er sucht. So. Mhm. Und erst wenn das genau definiert ist, kann man ja auch eine genaue Auswahl treffen. Und das ist so das Maßgeblichste, eben um auch eine Position so anzubieten, dass sie passt. Spielt da dann ausschließlich das Fachliche eine Rolle oder ist es, die Kunden auch auf soziale Kompetenz und Erscheinungsbild etc. viel Wert legen? Sowohl als auch.
wenn wie gesagt ein Mitarbeiter eine Position ausübt, die ähnlich geartet ist, ist insbesondere darauf zu achten, dass also der neue Mitarbeiter auch in ein vorhandenes Team in die Strukturen passt. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn man ein Team hat, wo jetzt auch ein Teamarbeiter gesucht wird, der das Team unterstützt, dann muss man andere Fragetechniken auch anwenden, um diese Skills auch zu identifizieren. Wenn es allerdings jetzt ein Mitarbeiter ist, der ein Team eher aufpushen soll, querulant gesucht ist, das kann auch mal sein, dann muss man auch ganz einfach den gesamten Suchprozess auch anders ausrichten. Also es sind eher dann Soft Skills, die weniger das Fachliche betreffen. Das heißt, es kann durchaus mal sein, dass euer Kunde wünscht, so einen kleinen Quertreiber einzustellen. Kann ich auch ein nettes Beispiel nennen. Wir haben jetzt auch neulich nochmal eine Position im Vertrieb besetzt, wo das explizit gewünscht war. Mitarbeiter, die halt auch erfahren sind und sich so ein bisschen in der Komfortzone auch befinden, die zwar ihre vertrieblichen Aufgaben wahrnehmen, aber nicht in dem Maße, wie es der Kunde gerne hätte. Mhm. Und da wurde jetzt explizit einer gesucht, der eben diese gesamte Truppe mal ein bisschen aufmischt, neuen Wind reinbringt. Mhm. Und das heißt also, fachlich kann jeder Mitarbeiter, der dort arbeitet, kann diese Funktion ausüben. Also hat der neue Mitarbeiter einen besonderen Antrieb, wo die gesamte Truppe eben auch von partizipiert. Der Begriff Headhunting ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Dabei macht ihr eigentlich nichts anderes, als für den Kunden einen 100% passenden Mitarbeiter zu suchen. Trotzdem ist natürlich immer die Gefahr da für den Arbeitnehmer, dass seine alte Firma ihm das krumm nimmt. Und er wird ja nicht unbedingt eingestellt. Wie geht er dann dieses Headhunting ran? Ist es dann wirklich so in der Praxis, dass man das möglichst geheim macht und sich irgendwo ganz weit weg trifft und ja, das ist so ein typisches Bild, das da oftmals vermittelt wird. Wenn man ein Gespräch führt, sollte es natürlich so wenig Aufruhr verursachen wie möglich, damit der derzeitige Arbeitgeber es nicht mitbekommt. Grundsätzlich sind Kandidaten, die man direkt anspricht, ja auch nur interessant, wenn sie wirklich auch wechselwillig sind. Erst dann sind sie auch zum Gespräch bereit. Also derjenige, der sowieso einen Gedanke gefasst hat zu wechseln, den sprechen wir an. Also wenn jemand kein Interesse hat, dann verneint er direkt und den lassen wir dann natürlich auch in Ruhe. Bezüglich der Gespräche im dunklen Kämmerlein, also das wird oftmals vermittelt. Man trifft sich aber sehr gerne an neutralen Orten, zum Beispiel von einem Hotel, das stimmt tatsächlich, also das mache ich auch das öftere Mal, oder auch am Flughafen, Flughafen Frankfurt bietet sich da auch an, das ist ja auch ein zentraler Sammelpunkt, wie aufgrund der Erreichbarkeit, also das macht man schon, also das gehört zur Branche dazu. Jetzt gibt es noch zwei Mythen rund ums Headhunting, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine ist, geht es wirklich um so horrende Summen, was das Gehalt angeht? Das war ursprünglich auch mit so einem Gedanke beim Headhunting. Also im Prinzip ist es ja folgendes, man bietet etwas an, wo das Gegenüber das Ganze auch akzeptieren sollte. Wenn man jetzt von Position A zu Position B wechselt und es bietet vom Gehalt her wenig, da habe ich auch keinen Anreiz zu wechseln. So. Das so, da hat der ein oder andere bei einem Kandidaten angerufen haben, also sie haben hier, ich habe ein unmoralisches Angebot, das können Sie nicht ablehnen, Sie verdienen Summe X und damit war die Sache gegessen. Das ist heute in der Tat nicht mehr so, das hat sich ein bisschen verlagert, Gehalt ist natürlich eine Rolle, also man verbessert sich in der Regel durch so einen Prozess, aber es geht ganz einfach auch darum, ein bisschen mehr Jobzufriedenheit vorzufinden. Das heißt, die weichen Faktoren? Die weichen Faktoren, also Zusatzleistungen, prominentes Beispiel ist auch der Firmenwagen, gerade in der heutigen Zeit auch nicht zu vernachlässigen, was sich letztendlich dann zu einem attraktiven Gehaltspaket zusammenstellt, ohne de facto mehr Geld zu zahlen. Jetzt habe ich gerade letzte Woche erst einen Artikel über einen Headhunter gelesen, der sagte, in der Regel geht es um Gehälter, die bei 100.000 Euro im Jahr anfallen. Ist das dann auch so bei B+P oder? Ist es noch, oder ist es eher eine utopische Zahl, die er da genannt hat in dem Artikel? Nö, das ist eine durchaus realistische Zahl. Ab dieser Grenze ist auch ein Verständnis auch dafür vorhanden bei denjenigen, die man angeht. Also ganz extrem ausgedrückt, Mitarbeiter in leitenden Positionen sind es gewohnt, angerufen zu werden. Und die selektieren eben danach, wer das beste Angebot macht. Also das ist ein Bewerberkreis, der nicht mehr aktiv sich bewirbt in der Regel. Ja, man kann das aber dann auch etwas unter diese Grenze runterbrechen, also sind auch durchaus interessante Bereiche, aber es muss gehaltlich attraktiv sein, das ist in der Tat richtig. Ja. Aus welchen Bereichen kommen denn diese Kandidaten, die ihr raussucht? Sind das alles Betriebswirte oder auch Ingenieure oder bunt gemischt?
Also wir agieren nicht branchenspezifisch, was in jüngster Vergangenheit auch wirklich herausgestellt hat. Also wir bedienen also nicht nur den Bereich Automotive oder Finance. Wir sind da ein bisschen breiter aufgestellt. Also unser Kerngebiet ist tatsächlich dieser regionale Bezug. Mhm. Und man würde sich ja auch Möglichkeiten verschließen, Kandidaten anzusprechen, wenn man nur in einer Branche tätig wäre. Weil ich habe Kunde XY in dem Bereich Automotive tätig und ich habe dann nur Kunden im Automotive-Bereich, dann kann ich die ja auch nur dort ansprechen. Selten ist mein Bereich auch affin, das heißt Maschinenbau außerhalb des Automotive-Bereichs. Deswegen sind wir da relativ breit aufgestellt. Also das kann ein Chemieunternehmen sein, textilverarbeitende Industrie, Handel ist sehr stark gefragt bei uns, IT und Ingenieurberuf. Das kann man so sagen. Aber Absolventen dieser Universität hätten durchaus, also im Bereich BWL, hätten durchaus die Chance, später von euch mal angerufen zu werden. Selbstverständlich. Sofern ihre Fähigkeiten. Selbstverständlich, also das ist keine Frage. Gerade der Bereich BWL bietet ja durch die Vielfalt an Möglichkeiten ja auch ein breites Spektrum an tollen Jobs. Also keine Frage. Jetzt habe ich eben den Mythos Gehalt abgearbeitet. Jetzt kommt noch der zweite, der sagt, in einem 3-Stunden-Gespräch, das ihr mit den Kunden, mit den Kandidaten führt, Entschuldigung, genügt manchmal ein Satz dieses Kandidaten, um sich rauszukatapultieren. Ist das wirklich so? Seid ihr da knallhart? Wird er wirklich so Satz für Satz analysiert? Zum Teil stimmt das. Also man muss natürlich sehr darauf achten, wie sich ein Kandidat präsentiert, weil der Kunde misst einen auch an der Aussage. Das heißt, ich spreche nichts anderes als eine Empfehlung aus und meine persönliche Einschätzung an der Stelle. Das heißt, auch mit psychologischen Fragen wirklich Dinge herauszufinden, ja, die den Kunden auch interessieren. Und letztendlich spreche ich eine Empfehlung aus, wo der Kunde dann auch darauf reagiert. Und das muss auch alles so weit erforscht sein. Deswegen auch nimmt man sich die Zeit für ein ausgiebiges Gespräch, um halt einen umfangreichen Einblick auch zu erhalten, wie der Kandidat tickt, was er sich vorstellt und was seine Ziele und Wünsche sind. Was sind so die absoluten Fehlticks, die einen Kandidaten direkt rauskatapultieren? Man muss es halt immer in Abhängigkeit der Position sehen. Es ist mit Sicherheit erforderlich, wenn man jetzt eine Vertriebsposition sich anschaut, so einen Kandidaten nimmt, der kommunikativ ist, der auf Menschen zugeht, der kann auch schon mal ein bisschen proaktiver an ein Gespräch rangehen. Ja? Mhm. Also das ist dann durchaus auch erwünscht in einem Bereich, zum Beispiel das Controlling, ja, wo eher die analytischen Fähigkeiten wichtig sind, da kommt das nicht so gut an, ja? Weil es ist dadurch bedingt, dass die Genauigkeit des Arbeitens immer gegensätzlich ist zu dem kommunikativen Part. Ja? Das ist ein psychologischer Prozess. Mhm. Und derjenige, der halt zu kommunikativ ist und sich auf eine genaue Tätigkeit bewirbt, wie zum Beispiel eine analytische Tätigkeit im Controlling, da muss man das genau erfragen, warum der so ist. Ja? Also das ist kein K.O.-Kriterium, aber es ist eine erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Aber ihr habt keinen oder ihr macht nicht einen Psychologisch gilt, dass den Kandidaten als Massenmörder oder Ponyliebhaber oder Eisenbahnsammler dann verrät oder charakterisiert? Nein, wobei das private Umfeld wichtig ist. Mhm. Da kann man auch viele Dinge deuten, was den Menschen natürlich auch charakterisiert. Klar. B+P, gegründet im Starterzentrum. Schon einige Jahre draußen. Vorhin ging es um die Existenzgründung im Starterzentrum. Jetzt wollen wir uns mal einen Beitrag anschauen über die Firma Absinth, die sich da formiert hat. Wurde 1998 gegründet von Professor Dr. Reinhard Wilhelm mithilfe des Starterzentrums. Mittlerweile kann Absinth zahlreiche Referenzen vorweisen. Heute hier bei uns Ingmar Stein. Hallo. Was genau macht das Unternehmen Absinth? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also Absinth stellt Laufzeitanalysen her für Echtzeitsysteme. Also Echtzeitsysteme, das sind Programme und Computer, die in Flugzeugen laufen oder in Autos. Okay, für einen Laien vielleicht schwer verständlich, aber man kann einlesen, wenn man möchte. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Anfang des Jahres war es noch 33, glaube ich. Mittlerweile sind es ein paar mehr. Hast du persönlich die Gründung damals, 1998, mitbekommen schon? Ich habe die Gründung nicht mitbekommen. Die Firma hatte schon 20 Mitarbeiter etwa, als ich dazu gestoßen bin. Inwieweit kooperiert das Unternehmen jetzt mit der Universität des Saarlandes bzw. mit den Lehrstühlen?
Wir pflegen weiterhin enge Kontakte zum Lehrstuhl Wilhelm, beziehen da auch viele Arbeitnehmer dadurch. Es gibt einige von uns, die sowohl im Lehrstuhl beschäftigt sind zur Hälfte, als auch bei Absint die andere Hälfte. Das heißt es, dass ihr auch Praktikanten oder auch Hiwis bei euch einstellt, um denen dann den Einstieg ins Berufsleben einfacher zu machen? Das geht normalerweise dann über die Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten, die Absint betreut und vergibt und somit die Studenten an sich bindet. Und seit wann bist du selbst schon bei Absint tätig und über welchen Weg bist du in diese Firma gelangt? Ich bin damals ebenfalls über den Weg meiner Abschlussarbeit hingekommen. Das war bei mir noch die Diplomarbeit. Die hatte ich, glaube ich, im Jahr 2003 dort geschrieben, bin auch aus diesem Grund zu Absint gewechselt. Okay, und momentan schreibst du ja an deiner Doktorarbeit. Wurde dir das vom Lehrstuhl selbst oder der Firma angeboten oder musstest du dich da selber drum kümmern, dich selber bewerben? Bewerben musste ich mich nicht. Es wurde mir in dem Sinne angeboten, ja. Es ist aber rein optional, ob ich das jetzt mache oder nicht. Die Firma unterstützt mich dabei in dieser Hinsicht, aber das ist auch alles. Und wie sind so deine Erfahrungen generell bezüglich Bewerbungen? Hast du da schon irgendwie Rückschläge erhalten oder? Ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich vielleicht ein Sonderfall. Also ich arbeite, seit ich 16 bin, glaube ich, in dem IT-Bereich. Und ich hatte immer Bewerbungsgespräche, die gingen nie länger als eine Viertelstunde. Ich kam dahin, habe ein Gespräch geführt und am nächsten Tag habe ich ja angefangen. Also genauso problemlos war es auch bei Absint. Dein Weg hat dich bisher nie wirklich so vom Campus weggeführt. Möchtest du vielleicht auch in naher Zukunft irgendwie am Lehrstuhl tätig sein, vielleicht mal als Prof oder? Nein. Ich habe gemerkt, die Lehre, das ist nichts für mich. Ich möchte gerne in der Industrie bleiben. Das ist auch der Grund, warum ich bei Absint meine Diplomarbeit gemacht habe und nicht am Lehrstuhl. Das ist alles viel praktischer. Die Theorie ist mir zu abgehoben. Ich möchte irgendwas machen, mit dem auch nachher beim Kunden was anfangen kann und Geld verdienen kann. Gut, Absint ist dann ein gutes Beispiel dafür, dass Existenzgründung beim Starterzentrum erfolgreich sein kann. Ich bedanke mich bei dir. Ja, danke schön. So, was mich noch interessiert, du betreibst Headhunting, also wirbst unter Umständen Mitarbeiter von anderen Firmen ab für deine Kunden. Ist es denn denkbar, dass ein Headhunter dich abwirbt? Oder wirbst du dich dann selbst ab? Also gute Headhunter sind natürlich auch immer gesucht, auch gerade Leute, die vielleicht auch so einen Bereich mit aufgebaut haben, weil letzte anderthalb Jahre bei mir war halt wirklich Aufbauarbeit. Wir haben fast bei null begonnen und ja, warum soll das nicht auch eine Qualifikation sein, die andernorts gefragt ist? Also ist durchaus möglich, also ich hatte auch schon die ein oder andere Anfrage gehabt, was mich natürlich schon wundert nach so kurzer Zeit, wie ich jetzt im Berufsleben bin, aber es ist ein Bereich, da tut sich unheimlich viel, also deswegen ist es gar nicht so abhängig. Gibt es denn Stellen, die du vermitteln sollst, wo du manchmal denkst, boah, das ist eigentlich das, was ich mal gerne machen würde, das ist das, was ich jetzt sofort an mich reißen würde? Also ich fühle mich selbst in der glücklichen Situation, ja viele Positionen zu sehen. Wenn man sich ja jetzt auf eine Position festlegt, dann muss man sich ja auch dann für einen Zeitraum damit abfinden. Ich sehe auch immer die negativen Seiten, die so eine Position mit sich bringt. Also man muss ja auch immer ganz tief in sich gehen und definieren, was gefällt mir denn sehr gut. Ich möchte mit niemandem tauschen, ja. Von der Entwicklung her gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Position, wo ich sage, das könnte ich mir in Zukunft auch vorstellen, weil ich ganz einfach ja auch ein intensives Bild davon habe. Also warum nicht? Aber ich kann es jetzt nicht konkret sagen. Gut, du bist ja auch erst dann seit letztem Jahr im Berufsleben drin, also hast da noch einiges vor dir. Letztes Jahr warst du noch Student, jetzt bist du bei einer Personalberatung, erlebst also viel um das Thema Personal. Was hältst du denn Absolventen oder Studenten, wie bewirbt man sich richtig? Wie soll man bei der Jobsuche vorangehen? Vielleicht ganz spannendes Thema an der Stelle, das ich auch loswerden möchte. Also uns ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, auch immer Absolventen zu begleiten. Ne? Das heißt, das ist ja die Basis, das ist die Zukunft von morgen. Das sind ja die Mitarbeiter, mit denen wir auch dann zukünftig Kontakt haben. Und aus diesem Grunde führen wir derzeit auch nochmal eine Studie durch. Also einmal im Jahr führen wir eine Studie durch. Dieses Jahr war das Thema Personalmarketing. Und die neue Studie erfasst das Verhalten von
Unternehmen in Bezug auf eingehende Bewerbungen. Das heißt, jeder Student, der sich derzeit in einem Bewerbungsprozess befindet, kann sich bei uns melden. Den begleiten wir eben dann bei diesen Bewerbungsprozessen. Und was hat man davon? Das ist die große Frage. Jeder, der bei uns eben bei dieser Studie teilnimmt, erhält von unserem Bewerberservice professionell gestaltete Bewerbungsunterlagen. Also es ist also kein 0815-Anschreiben, das ist sehr individuell gehandhabt. Es sind professionelle Lebensläufe, die nach aktuellsten Standards eben erstellt werden. In ganz, ganz starker Anlehnung eben auch daran, dass es auch ein professionell durchgeführtes Bewerbungsprozessverfahren wird. Ne? Und wer da Lust hat, kann sich auf www.diebestenfürdiebesten.de registrieren. Muss natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Diebestenfürdiebesten.de. Und alle Informationen findet man an der Stelle. Also wie gesagt, ist für uns ein wichtiges Thema. Wir strecken da auch immer die Fühler aus, eben da auch einen sehr starken Bezug zu halten, auch zur Universität natürlich. Das heißt, er greift den Absolventen unter die Arme und poliert ein bisschen ihre Bewerbung auf. Genau, unter dem Motto Pimp Bewerbung. Also es ist tatsächlich auch ein intern gewähltes Motto bei uns. Tunen wir die Bewerbungsunterlagen, damit eben das schon mal kein K.O.-Kriterium ist, weswegen die Bewerbung nicht funktioniert. Also es ist wirklich für jeden etwas, auch derjenige, der jetzt ein Praktikum sucht, eben durch uns begleitet zu werden. Vermittelt ihr die Leute dann auch oder sagt ihr nur, komm, wir helfen mal für diese Studie, den Rest müssen die dann aber machen? Das ist ganz lustig. Also du hast ja vorhin angesprochen, Position Fach- und Führungskräftebereich ab einer gewissen Gehaltsgrenze. Wenn man gute Arbeit leistet für einen Kunden, der dann eine erfolgreiche Personalsuche mit uns durchgeführt hat, dann tritt er natürlich auch oftmals an uns heran und sagt, wir haben jetzt eine Junior-Position oder eben in Kombination mit einem erfahrenen Mitarbeiter. Deswegen haben wir auch relativ oft spannende Einstiegsmöglichkeiten. Also gerade jetzt aktuell ist noch eine Position verfügbar im Handel, das ist ein Einkaufsposition, wo man eben als Direkteinstieg auch bei einem sehr interessanten Handelsunternehmen einsteigen kann. Das heißt, ihr baut dann auch so eine Art Netzwerk, Datenbank auf mit den Absolventen? Genau. Wir, also B+P, haben auch diese eigene Karriereplattform, diebestenfürdiebesten.de. Das ist auch hier in der Region einmalig. Erfordert natürlich auch einen großen Aufwand, die zu pflegen. Aber dort stellen wir eben auch sehr viele Informationen bereit. Jeder Bewerber kann auch dort sich umfangreich bezüglich einer guten Bewerbung informieren. Also dort steht im Prinzip dokumentiert, wie eine gute Bewerbung auszusehen hat. Also jeder, der sich informiert, kann auch dort auch sehr, sehr viel rausziehen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank, Beek, und dann Absolventen und Studenten da draußen. www.diebestenfürdiebesten.de, eure Karrierechance. Macht's gut und bis nächste Woche. Danke nochmal. Ciao. Danke.